Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Jetzt sind wir hier gerade im alten Jedi-Tempel zerstört beim Sacking of Coruscant, also der Plünderung von Coruscant. Und jetzt sind wir gerade dabei, die Archive zu betreten, in der Hoffnung, dass wir da etwas finden, was unserer Meisterin hilft. So kreisen wir auch mal wieder mitkämpfen. Oh, wie er sich reinstürzt. Wie ein kleines Kind freut er sich. Auf den Morgen, juhu! Fion. Der Sound ist cool. So, hinten sind zwar wieder Ressourcen respawned, aber naja. Die davon hole ich mir aber mal. Bleib weg von mir. So. Meins? Oh, gleich Level ab. So, mal schauen. Ja, Robert, einmal nehmen wir es noch mit. Ich werde dann mal offscreen das so ein bisschen laufen lassen und so ein bisschen dann die Crafting-Dingens hier pushen. Und den Rest mache ich dann, sobald ich den Schiffsdruiden habe. Gibt es hier drin wieder einen Bonus? Ich schätze ja mal fast ja. Hier sind so viele Imperiale unterwegs. Ja. Na gut. Wenn sie es unbedingt wollen. Friss meine Dots. Wem dieser Begriff nicht sagt, DOT ist Abkürzung, also DOT, Damage Over Time. Und Hot ist Healing Over Time, erklärt sich. Yay! Stufe 18. So, setze ich hier mal noch was drauf. Und was kriegen wir denn? Ja, Güte, das ist das Heilungsdingens. Gedankenbruch. Ja, das ist der Interrupt. Also da kann ich einen kanalisierten Skill eines Gegners unterbrechen. Also immer wenn hier so ein Balken durchläuft und wenn dann da währenddessen oder danach was passiert, das ist halt kanalisieren. Und das kann man mit so einem Interrupt halt unterbinden. Hier ist es außerdem so, sobald eins interrupted wurde, kann man einige Sekunden lang den Skill nicht benutzen. Das ist ganz nützlich. Und vor allem unerlässlich an einigen Stellen. Gibt es hier noch irgendwie ein Lore-Object oder so? Nee. Dann benutzen wir es mal. Jetzt bin ich gespannt. Ach, die gibt drei Lytikons eingesetzt. Ah ja. Ja. Oh, hier das sind sie alle. Sie, die Datenbank, die das Ritual enthält, das eure Meisterin vor der Seuche schützen kann. Ein wundersames Werk. Teils Computer, teils Holocron. Wahrhaftig genial. Hätte ich doch in mehr Zeit. In der Tat, sehr beeindruckend. Meister, ihr wisst, weshalb wir hier versammelt sind. Eine uralte Seuche bedroht den Orden der Jedi. Eine, die auch den Verstand des weisesten Meisters benebeln und ihn zur dunklen Seite bekehren kann. Diese junge Jedi hat sich auf die Suche gemacht, um ihrer kranken Meisterin zu helfen und den Orden zu retten. Doch sie benötigt unsere Hilfe. Vor Jahrtausenden wurde ein mächtiges Ritual erschaffen, um die Jedi gegen diese uralte Seuche zu schützen. Das Ritual trennte den Seuchenmeister von seinen Opfern. Es forderte jedoch einen hohen Preis vom Heiler, der es wirkte. Wieder einmal ist es nötig, dass jemand das Ritual einsetzt. Das Ritual ist schwer zu erlernen, Jedi. Es beansprucht viele Stunden der Meditation und Forschung. Hauptsache, wir erleben die jetzt nicht in Echtzeit. Ich weiß nicht, da habe ich eine Wahl. Ich weiß es nicht, klingt schon verlockend. Ich hoffe es. Dann öffnet euren Geist und wir werden euch lehren.
Alle abgeschnitten, okay. Ihr scheint alles gemeistert zu haben, was wir euch zeigen können, Jedi. Ein wacher, wissbegieriger Verstand. Euch zu unterrichten war eine Ehre. Doch bedenkt, das Schutzritual wird an eurer Kraft zehren. Was ihr verliert, erlangt ihr erst wieder, wenn das Band zwischen dem Seuchenmeister und seinen Opfern gebrochen wird. Und wie breche ich das Band zwischen dem Seuchenmeister und seinen Opfern? Der Tod brachte Terak Morhak, den ersten Seuchenmeister, zu Fall. Doch vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ihr habt alles Wissen, das ihr zur Rettung eurer Meisterin benötigt. Setzt es weise und gut ein. Möge die Macht mit euch sein. Man dankt. Oh. Leichtsinniger, dummer Jedi. In eurem Eifer, eine Heilung für eure Meisterin zu finden, habt ihr uns direkt ans Ziel geführt. Mein Meister und ich danken euch. Euer Meister schon wieder. Wer ist euer Meister? Was will er? Wenn mein Meister wollte, dass ihr seinen Namen kennt, würde er ihn euch sagen. Da! Nein! Kein Terminal, kein Ritual und keine Wunderheilung. Nicht diesmal. Ich bin das langsam leid. Ihr habt etwas vergessen. Ich werde die Heilung vollziehen. Was hättet ihr davon? Das Ritual bringt jeden um, der es nutzt. Wie viele hättet ihr schützen können, bevor es euch umbringt? Einen? Zwei? Und wenn es 100 wären, irgendwann würdet ihr zusammenbrechen. Wenn es meine Bestimmung ist, eins mit der Macht zu werden, dann soll es so sein. Dann lasst mich euch helfen, eure Bestimmung rasch zu erfüllen. Warum ist denn der Kaizen gerade gestolpert? So, erstmal die Union-Mannschaft. Die fallen aber schnell. Oh, 305 AP. Kein Wunder. Ah, ich krieg keine Luft. So. Schwere Rüstung, Richer Kopfschuss. Naja, gut. Da mein Kaizen sowieso gar nichts anderes hat, ziehe ich dem jetzt einfach mal so ein Jedi-Reif auf. Hauptsache ein bisschen Rüstung. Nicht wundern, der Ton ist ganz kurz weg. So. Jedi, da seid ihr ja. Der Macht sei Dank. Man hat mich über eure Situation auf dem Laufenden gehalten. Der Rat ist sehr besorgt um Yuan. Wir versuchen seit Stunden, euch zu erreichen. Habt ihr im Jedi-Tempel etwas gefunden? Die einzige Heilung besteht darin, die Person aufzuhalten, die Krankheit verursacht. Aber ich kann sie vorübergehend schützen. Wir nehmen, was ihr bieten könnt, Jedi. Yuan bleibt keine Zeit, um erst ihren Peiniger zu finden. Nicht jetzt. Kommt schnell zurück. Yuan wird immer schwächer. Ein Zögern könnte sie das Leben kosten. Irgendwie haben die Untertitel nicht ganz so zum gesprochenen Text gepasst, aber das ist ja nicht weiter wichtig. So, hier hätten wir jetzt alles. Dann Pipa porten wir uns zurück. Ich nehme mal an, ich habe es nicht überlesen. Naja. Hat sich niemand weiter gemeldet für die H4. Na gut, dann wird die mal mit ausgeblendet. Und ab zum Senatsplatz. Poke, poke. Poke. Schwing. Noch gar nicht den Heldenmoment benutzt bisher.
Kaisen möchte mit mir reden, aber das kann ich ja dann später machen, sobald ich mein Schiff habe. Ja. Das dauert und dauert und dauert. Und wo muss ich noch? Ach, hoch. Ah, ich muss direkt hoch zum Star Snow. Nur 6 weitere Stimmen. Und der Outer Rim hätte eine eigene Patrouille gehabt. 6 Stimmen. Da gebe ich erstmal das Tagebuch ab. Nö, sonst ist es ein bisschen antiklimatisch, wa? Hoch und dann. Naja, ganz rüber. Naja. Heutzutage erreicht man für nichts mehr eine Mehrheit. Jeder ist nur auf seine eigenen Interessen bedacht. Dabei stehen nicht einmal Wahlen an. Wenn wir keinen Konsens erreichen können, werden wir nie etwas zustande bringen. Glauben die vielleicht, sie könnten ihre Sitze behalten, falls das Imperium zurückkehrt? Die Gefahr scheint gewisse Senatoren, deren Namen und Planeten ich nicht nennen will, nicht sonderlich zu beunruhigen. Ach ja, wie sehr man den Politikern hier doch vertrauen kann. Ich muss sagen, nachdem ich eine Weile den Agenten gespielt habe, der sich ja mehr auf die Nicht-Sith-Anteile des Imperiums bezieht, also sowohl das Zivile als auch das Militärisch-Strategische, habe ich doch eine gewisse Sympathie. Das Tagebuch eures Sohnes, Senator. Beim Tempel waren Imperiale und eure Söldner wurden überwältigt. Imperiale? Im Jedi-Tempel? Kein Wunder, dass die Söldner nie zurückgekehrt sind. Das Imperium kann es nicht auf Familienvermächtnisse abgesehen haben. Ich muss den Senat davon in Kenntnis setzen. Danke, Jedi. Es muss schwer gewesen sein, diese Ruinen zu betreten. Doch ihr habt den Schmerz eines Vaters gelindert. Eine gewisse Sympathie für das Imperium entwickelt. Weil eins gibt's da auf keinen Fall, und das ist eine riesengroße Horde von korrupten Politikern. Korruption gibt's natürlich auch, aber eben nicht in dem Maße wie hier. Ja, doch, hier ist richtig. So, oh, da vorne links. Ich sollte mal vorher regen. Nicht, dass es doch zu irgendeinem Kampf kommt oder so. Ich glaube es zwar fast nicht, das sah ja jetzt eben eher nach einem Abschlussbosskampf aus mit dem Jedi. Mit dem mysteriösen Sith. Und man kann nie vorsichtig genug sein. Oh, ihr seid da. Schnell. Jorns Puls ist kaum noch zu spüren. Okay. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um zu testen, was ihr im Tempel erfahren habt. Irgendwie ist der Typ ein bisschen verdächtig. Die Meister haben mich gut gelehrt. Juons Leben liegt jetzt in euren Händen. Und was muss ich tun? Aha, wieder mit ihr sprechen. Ach, gut. Padawan, ich meine, Jedi, mein guter Jedi, was ist geschehen? Was hast du getan? Du hast mich gerettet, aber wie? Warum siehst du so schwach aus? Was hast du getan? Hey, wake up. Jetzt schreibt mich hier jemand über TeamSpeak an. In dem Channel, bei dem ich extra hingeschrieben habe, dass mich niemand stören soll, wenn ich da drin bin, weil das ist halt hier eben für Let's Play Together und so. Gnarf. So. Ja. Ich habe euch vor demjenigen geschützt, der euch krank machte. Doch es hat mich Kraft gekostet. Danke, Jedi. Es tut mir so leid. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist deine Zeremonie auf Tython. Oh, meine Schülerin. Es tut mir so leid, dass ich keine bessere Meisterin war.
Irgendwie passen hier Lippenbewegung, Text und manchmal auch Untertitel nicht ganz zusammen. Ich wäre heute kein guter Jedi, wenn ihr nicht gewesen wärt. Dein Mitgefühl ist bewundernswert, Jedi. Ich danke dir dafür. Ja, ich verstehe jetzt, wie falsch es war, es zu verstecken. Jetzt bin ich wieder mehr ich selbst. Ich spürte jemanden in meinem Geist. Er besudelte meine Gedanken, verdrehte sie. Ihr werdet erst vollständig geheilt sein, wenn er besiegt wurde. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen, aber meine Erinnerung daran ist verschwommen. Bitte entschuldigt. Der Rat will euch sprechen, sobald ihr bereit seid. Ja, sicher. Ich werde sofort hingehen. Nochmals danke, dass ihr Yuan geholfen habt. Und ich habe auch ein paar Dinge von euch gelernt. Ich komme schon zurecht. Geh zum Rat. Wir können später sprechen. Alles klar. Da gehen wir noch fix zum Rat. Mussten wir doch nicht kämpfen. Ja, ich dachte, hier kriegt man schon irgendwo sein erstes Implantat. Da hatte ich mich wohl geirrt. Aber das ist ja jetzt auch nicht so die Welt. Da muss ich wieder hoch. Boah, hätte ich das gewusst, da hätte ich mir das mit dem Star Snow gespart. Laufen, laufen, laufen. Verdammt, ich will den verdammten Speeder. Aber das wird wahrscheinlich erst mit, ich schätze mal, Nasha da soweit sein, dass wir auf dem Level dafür sind und ich bin falsch abgebogen. Gab es hier nicht irgendwo ein Date, ein Wissensobjekt oder so? Nee. Nee, das war nicht hier. Irgendwo gab es eins, das aussieht wie ein Holocron bzw. Datacron, aber nur ein Wissensobjekt war. Aber wo genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. So. Ah, das ist die neue Ratskammer. Alles klar. Ah, da seid ihr ja. Danke, dass ihr uns so schnell kontaktiert habt. Sicher. Es tut uns leid, dass wir euch von Yuans Seite rufen mussten. Wir hätten es nicht getan, wenn es nicht dringend wäre. Sagt uns zuerst, was ihr über Yuans Krankheit erfahren habt. Die Seuche wurde von einem Sith namens Terak Morak erschaffen. Das hier wissen wir bisher. Gut, wenigstens wird nicht alles wiederholt. Interessant. Und besorgniserregend. Wir haben beunruhigende Kommunikationen von anderen Meistern empfangen. Leider scheint Yuans Krankheit kein Einzelfall zu sein. Woher wusste ich das bloß? Es war Terak Morak, der die Krankheit erschuf, aber nun setzt sie ein anderer Sith ein. Seinen Namen kenne ich nicht, aber ich habe im Tempel gegen seinen Schüler gekämpft. Dieser Sith muss unbedingt gefunden werden, bevor sich die Krankheit weiter verbreitet. Leider haben wir keinerlei Spuren. Wir können nur hoffen, dass wir diesen Sith finden, indem wir seine Opfer finden und schützen. Ihr wollt, dass ich diese Meister finde und sie heile? Die geringe Zahl der Opfer scheint darauf hinzudeuten, dass der Sith mit ihnen in Kontakt treten muss. Wir zögern euch, um dieses weitere Opfer zu bitten. Ihr habt schon so viel getan. Aber nach der Zerstörung des Terminals im Tempel könnt nur ihr die Krankenmeister schützen und diesen Sith aufhalten, wer immer er auch ist. Ich werde tun, was ich kann. Ihr müsst euch in der Galaxis frei bewegen können. Dazu haben wir ein Schiff vorbereitet. Es wartet im Raumhafen. Cool, endlich. Danke, Meister. Ich werde es gut einsetzen. Ihr habt es euch mehr als verdient. Das sehe ich aber auch so. Wir hörten zuletzt von den fehlenden Meistern auf Taris und Nar Shaddaa. Findet sie
und befreit sie vom Bann des Seuchenmeisters. Verabschiedet euch von Yuan, aber die Zeit eilt. Viel Glück. Juhu. Ach, nochmal zu Yuan. Bah. Aber den Spaß handle ich jetzt noch in der Folge ab. Die kriegt dadurch wieder etwas Überlänge. Weil in der nächsten Folge möchte ich mit euch dann schon die Hammer Station anfangen. So. Ich habe zwar schon wieder vergessen, ob das einen Unterschied gemacht hat. Ich glaube eher nicht. Ja, naja. So dann. Wo ist denn Etros Finn hin? Jedi, ich danke dir für alles, was du getan hast. Weitere Meister sind krank. Der Rat bittet mich, sie zu retten. Es ist gut, dass sie dich wählten, Jedi. Doch ich fürchte, die Meister zu retten wird nicht genügen. Es gibt eine Person, die für all dies verantwortlich ist. Halte ihn auf, damit du mich nicht mehr schützen musst. Damit du deine Kraft zurückbekommst. Danke nochmal, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Ich weiß echt nicht, was sie hier verbockt haben, aber die Untertitel machen viel mehr Sinn als das Gesprochene. Dann hüpfe ich noch ganz kurz zum Ausbilder vorbei. Das sollte ich schon durchaus noch machen. Bevor ich mich zur Hammer Station wage. Der ist ja eh da unten. Ja? Lass dich buffen. Ne, rennt weg. Gut, dann halt nicht. Das ist der, der mir vorhin die eine Ressource klauen wollte. Solche Gesichter merke ich mir doch. So, aber hier. Du bist noch unschuldig und hattest sowieso schon alle Buffs. Egal. Es ist weise von euch, weiter nach Erleuchtung zu streben. Güterstufe. Möge genau. Die Macht mit euch sein. Mein Interrupt kommt auf Shift 2. Da habe ich das auch immer bei meinem Soldaten und bei den anderen Klassen. Ist so ein Reflex. Einfach Hand drauf fallen lassen und schon wird unterbrochen. Das ist sinnvoller, als wenn ich es irgendwo hier drüben unterbringe. Weil das ist eine der Skills, die man halt wirklich sehr fix wirken muss. Ansonsten kann es das schon gewesen sein. Es gibt einige Bosse, wo ein einzelnes Durchkommen von einem Skill bedeutet, dass man verreckt. Jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber zum Beispiel Darth Morgis, also der Oberbösewicht hier. Wobei, ich werfe dann noch eine Folge zwischen Mr. Hammer Station, Entschuldigung, wenn ich euch zu heiß gemacht habe, wo ich das Raumschiff zeige und vielleicht auch noch den Raumschiffkampf davor. Bis dahin, stay frosty.